Der VfB Friedrichshafen in den blauen Trikots erwartete zum vierten Spiel der Best-of-Five-Serie um den deutschen Meistertitel die BR Volleys mit ihrem Coach Marc Lebedew. Die Berliner Titelverteidiger aus den Jahren 2012 und 2013 starteten gut in die Partie, aber sehr, sehr stark. Der VfB Friedrichshafen mit Nikola Jovovic als Zuspieler, gerade genesen von seiner Bauchmuskelzerrung und vor 2500 Zuschauern in der ZF Arena gewann der VfB Friedrichshafen den ersten Satz mit 25 zu 23, benötigte insgesamt 3 Satzbälle. Der dritte war es dann nach diesem Außenangriff von Valentin Bratojew. Aber die BR Volleys ließen sich nicht beirren, führten ja mit 2 zu 1 in der Serie Best of 5 und kamen immer besser rein in die Partie, führten schon zur zweiten technischen Auszeit mit 16 zu 11 und hatten dann 8 Satzbälle. Den zweiten nutzten sie. Der siebte Mann, die Fans der BR Volleys, die waren mitgekommen. 1 zu 1 Satzausgleich nach dem 25 zu 17 Erfolg für die BR Volleys. Ähnlich dominant wie in Satz 2 blieben sie dann auch im dritten Satz. Da hatten sie 7 Satzbälle, nutzten gleich den ersten, gewannen mit 25 zu 17 den Satz Nummer 3. Annahme ist perfekt von Terinski. Ran an die Linie, das ist sein Lieblingsangriff. Saubere Abschlaghöhe und dann diagonal Robert Krom. Ball an der Antenne von Semjonov. Das wird aber noch mal sowas von eng jetzt hier in diesem Satz. Ja, war da zu genau gezielt. Kann man schön sehen. 23-22 Friedrichshafen. Kerki setzt sich durch gegen den Doppelblock. Wir haben 2 Satzbälle für Friedrichshafen. Das war ein guter Angriff von Gergi. Der hat gerade nochmal Richtung Celia Mogolescu geschaut, was er denn mit seinem Aufschlag jetzt machen soll. Schauen wir mal, ob er durchzieht oder sich noch ein bisschen zurücknimmt. Nö, sieht nach Durchziehen aus. Naja, so halb. Abgewehrt der erste Satzball. Aber jetzt Friedrichshafen aus dem Sideout mit der Möglichkeit, hier nach Sätzen auszugleichen. Thomas Schmidt fällt auf, das heißt, es braucht Platter. Semjonov ins Aus. Ausgerechnet der Routinier mit den Fehlern am Ende. Wischt da am Ball vorbei. Jetzt wird es für Friedrichshafen schwierig. Jetzt wird es richtig schwierig. Weil jetzt haben wir hier Titelball für die BR Volleys. So schnell geht das, meint Lieberschwan. Gerade eben waren wir im Prinzip knapp vor Satz 5. Und jetzt ist Berlin knapp vor dem Titel. Dem dritten hintereinander. Wieder schwache Annahme. Tusch sagt das schiedsgerecht und damit steht der deutsche Meister fest. Und der deutsche Meister 2014 ist der deutsche Meister 2013 ist der deutsche Meister 2012. Die BR Volleys